Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich sage euch eins, mein Laptop mit ADS Interface funktioniert. Und da ich jetzt schon überall gelesen habe, dass viele dasselbe Problem haben, habe ich mich jetzt reingefuchst und habe herausgefunden, warum dieser Fehler auftritt. Wir werden jetzt miteinander diese InPAR NCS Expert Software für das ADS Interface von Micom Media, was ich mir gekauft habe letztes Jahr, auf meinem zweiten Laptop neu installieren. Auf dem ersten Laptop läuft es ohne Probleme. Das habe ich damals auch neu aufspielen müssen. Da hat aber alles reibungslos funktioniert, ohne Fehlermeldungen, ohne alles. Jetzt bei dem anderen Laptop habe ich eine Fehlermeldung drin. Das heißt, Baureihe fehlerhaft bei NCS Expert. Ich kann jetzt nichts auslesen, gar nichts machen. Interface wird angezeigt. Aber warum dass das anzeigt, zeige ich euch jetzt in dieser Installation. Weil da gibt es eine Kleinigkeit, was wahrscheinlich durch das Kopieren vom USB-Stick auf den Rechner fehlerhaft ist. Aber das können wir ganz leicht beheben, somit dass es dann später funktioniert. Ich würde sagen, ich hole das Laptop her, dann stelle ich es hier auf und wir werden miteinander das Ganze mal installieren. Ich würde sagen, los geht's. Also das ist ja das Interface, was ich habe. Das ist das hier von Micom Media. Hier haben wir die OBD, hier die ADS-Version. Und das ist halt das serielle Kabel dafür. Hier hole ich mir jetzt erstmal die Daten runter. Das habe ich schon rübergezogen, diese ADS-Software. Jetzt hole ich mir noch den Zusatzordner rüber, den ich dann mal brauche, falls es jetzt nicht so funktioniert, wie ich möchte. Deswegen ziehe ich mir den jetzt auf dem Desktop. Die ADS-Version ist auf dem Desktop gezogen. Wenn es jetzt drüben ist, dann können wir loslegen. So, wir installieren das jetzt. Ich habe jetzt hier diese ADS-Version auf dem Rechner. Mein NCS-Expert-Ordner, weil die Daten brauche ich dann, weil, ich sage euch warum, wenn es jetzt funktioniert, brauchen wir sie nicht. Wenn es jetzt nicht funktioniert, brauchen wir sie. Ich klicke jetzt erstmal hier drauf mit einem Rechtsklick. Maus-Rechtsklick, dann gehen wir auf Eigenschaften, gehen auf Kompatibilität. Hier, das ist bei mir schon angeklickt. Da macht ihr hier den Haken. Geht auf Windows XP Server Paket 3 und ihr übernimmt das Ganze dann und drückt auf OK. Wenn ihr es gemacht habt, dann könnt ihr hier ganz normal zweimal Mausklick drauf gehen. Dann wird das Ganze jetzt hier gleich installiert. Da wir ja die Kompatibilität eingestellt haben, fragt er uns erstmal, ja, wir wollen. Dann kommt jetzt hier dieses Avatar. Dann gehen wir hier natürlich Deutsch. Wenn ihr natürlich Englisch macht, dann könnt ihr es auch gerne auf Englisch machen. Ich gehe jetzt weiter. Dann Symbol auf Desktop erstellen. Und jetzt tut er das Ganze installieren. So, jetzt starten wir den Computer noch nicht neu, das machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal auf Fertig. Jetzt gehen wir erstmal auf den Computer. Gehen hier auf Computer, auf Laufwerk C, gehen in den NCS Expert Ordner. So, und jetzt gucken wir, ob hier in den Daten die Daten vorhanden sind. Ihr seht, jetzt sind sie drin. Wenn dieser Ordner nicht drin ist, dann geht ihr her und nimmt diesen Ordner hier, den ich hier mir angelegt habe, und fügt diesen Datenordner in diese Datei ein, wenn der nicht vorhanden ist. So, da das bei mir jetzt alles drin ist, gehen wir jetzt rüber und schließen unser Interface
an mein Testbrett an. So, jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr das anschließt. Ich habe da hier ja mein Testbrett, dann steckt ihr das jetzt hier rein und schaltet dann gleich, wenn es leuchtet, auf ADS um. Weil das geht immer auf OBD an, aber ihr müsst auf ADS umstellen. Dieser Stecker hier kommt in das Laptop hinten rein. Wir haben hier hinten den Anschluss, den seriellen. Da kommt der rein. Ich hoffe, ihr seht sowas. So, wenn der drin ist, dann machen wir unser Testbrett an, schalten das auf ADS, schalten unsere Zündung ein und dann sollte das jetzt gleich hier an sein. Ihr seht, die Zündung ist ein und das Ganze funktioniert. Jetzt können wir hier mal auf den E36 gehen, also ihr drückt Shift, F9, dann hier nehmen wir Karosserie, gehen auf, ich habe jetzt das Kombi-Instrument angeschlossen, gehen drauf, dauert ein Stück, Fehler auslesen und alles, hier Codierung, gehen wir mal auf F3, Codierung, ihr seht, funktioniert alles tadellos, so, das hat die ganze Zeit funktioniert, jetzt schließen wir das Programm. Jetzt gehen wir hier mal auf NCS Expert und gucken mal, ob das jetzt funktioniert, so wie ich das möchte. Wir gehen jetzt hier drauf, Profil editieren, dann ist das Passwort REPXET. So, wir gucken mal bei der FSW Mann, da müssen wir die zwei Haken setzen, auf OK und dann OK. So, jetzt können wir hier das Profil laden. Also, Profil laden. Ja, das wollen wir übernehmen. Ne, das will ich eigentlich nicht speichern hier. Expertenmodus. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber das könnte funktionieren. Ich mache mal ein bisschen dunkler hier. So, Expertenmodus. Okay. So, dann F1. F2. F3, sorry. E36, KMP für Kombi-Instrument, funktioniert ohne Fehlermeldung, Baureihe fehlerhaft. Also haben wir die Software jetzt ordnungsgemäß installiert und funktioniert ohne weiteres, ohne Probleme. Wir können hier auf 6 zurück, auf F4. Wir wählen uns jetzt mal hier das KMP aus, gehen auf OK, gehen auf Job. Suchen wir uns jetzt die Codierdaten, gehen auf OK, gehen auf Ausführen und Codierung ist aktiv. Ja, funktioniert ohne Probleme. Also haben wir jetzt hier das Ganze ordnungsgemäß installiert. Vielleicht noch eine kleine Info für euch, wenn ihr jetzt hier auf NCS Expert geht und Work, habt ihr die ganzen FSW, PSW, THC und das Ganze, sollte die MAN-Datei, die die FSW-PSW-THC und die MAN nicht vorhanden sein, müsst ihr die halt separat noch hinzufügen. Meistens ist die THC vorhanden, die MAN nicht, da kopiert ihr euch die THC und schreibt sie um als MAN. Somit ist das auch alles kein Problem. Wir müssen die jetzt hier nicht umbenennen oder umnennen oder ändern, weil es passt eigentlich alles ohne Probleme. Wir können mal hier in die THC reinschauen, weil ich habe das ja jetzt alles ausgelesen. Hier ist vom Steuergerät alle Dateien drin. Funktioniert alles reibungslos. Also haben wir somit alles ordnungsgemäß installiert. Wie ihr sehen könnt, es ist kein großes Hexenwerk, das ADS-Interface zu installieren, beziehungsweise die INPA-Version dazu. Funktioniert tadellos, ohne Probleme, ohne Fehlermeldungen. Ich kann alles auslesen und so weiter und so fort. Sollte mal eine Fehlermeldung währenddessen jetzt kommen, dann kann es auch sein, dass das Steuergerät einfach nicht möchte, dass man es auslesen kann. Aber in der Regel passiert jetzt eigentlich da gar nichts. Wie gesagt, die Datei bekommt ihr von MyCom Media. Wenn ihr euch das Interface kauft
Und den zusätzlichen Ordner kann ich euch zur Verfügung stellen, falls ihr das Problem haben solltet, wie ich es euch erwähnt habe. Wenn dieser Datenordner von den ganzen Fahrzeugdaten leer ist, dann kann ich euch den zur Verfügung stellen oder halt auch ein komplettes Installationspaket zusammenstellen, dass ihr das reibungslos dann installieren könnt. Ist jetzt so mein Angebot für euch. Wer das in Anspruch nehmen möchte, ich packe da das Ganze mal auf Google Drive und derjenige, der es braucht, sagt mir Bescheid. Dann kann ich das euch installieren über TeamView oder ihr könnt euch das auch hier durch dieses Video aneignen. Aber ich denke mal, das kriegt ihr hin. Ich sage, wenn ihr die ganzen Schritte jetzt beachtet, was ich hier gemacht habe, dann sollte das alles kein großes Hexenwerk sein. Ich hoffe, ich habe jetzt alles ordnungsgemäß auf der Kamera drauf, weil ich muss das Ganze mit der Kamera aufnehmen, weil der Laptop, der mit Desktop-Aufnahme kannst du vergessen, weil sonst ist das Ding gleich sonst wo, aber nicht da, wo ich hin möchte. Und ja, kurze Zusammenfassung nochmal, also die Datei muss kompatibel gemacht werden auf Windows XP, weil auf Windows 7 und auf Windows 10 laufen die nicht. Ist einfach so. Also Windows XP kompatibel machen, so wie ich es gezeigt habe, mit Eigenschaften und Kompatibilität ändern. Dann das Ganze installieren, so wie ich es gezeigt habe. Dann gucken, ob der Ordner leer ist von den Daten oder nicht. Wenn der leer ist, dann kopiert ihr euch das von dem Ordner rüber, was ich euch zur Verfügung stelle. Und dann ja, könnt ihr schon loslegen mit dem Codieren. Genau. Ich würde sagen, das war es jetzt für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie man jetzt ein ADS-Interface ordnungsgemäß installiert. Und wer noch Fragen hat, hier unten könnt ihr das reinschreiben in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und macht's besser. Ciao.